In diesem Video erklären wir die Berechnung einer Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks mit dem Satz des Pythagoras. Das Dreieck hat die Längen a 9 cm, c 10,82 cm und unsere Aufgabe ist es, die B-Kathete auszurechnen. Als erstes rechnen wir a mal a gleich a Quadrat, also 81 Quadratzentimeter, und das gleiche mit der Hypotenuse. C mal C gleich C Quadrat, also 117,07 Quadratzentimeter. Im nächsten Schritt rechnen wir 117,07 Quadratzentimeter minus 81 Quadratzentimeter, also C Quadrat minus A Quadrat. 36,07 Quadratzentimeter rechnen wir nun in der Wurzel um. Das Ergebnis von 6,01 Zentimeter ist nun das Ergebnis für unsere Kathete B.